Oh, das, ja. Ich dachte, jetzt kommt ein Bosskampf. Puh, wir suchen besser einen anderen Weg. Okay, da müssen wir irgendwie anders da durch. Was ist mit all den bösartigen Steinen hier? Bösartige Steine. Dieser Boden sieht ziemlich rutschig aus. Hm. Hey, schaut mal da oben. Also muss ich irgendwie... Okay, erstmal das Ganze abbauen hier. Ganz, ganz wichtig. Hm. Okay, das Ding muss ich da wahrscheinlich kaputt machen, ne? Sonst würde es ja nicht so leuchten. Okay. Wow. Da geht's wohl runter. Das muss wahrscheinlich dann der andere Weg sein. Testen wir mal aus. Ja, wie sieht's aus? Hm. Ja, ich denke schon, ne? Okay. Auf mit Gebull. Ich lässt das mit dem Roboter aber nicht los. Nee, ich glaube, wir hatten ihn noch nicht. Ich glaube, ich habe den schon irgendwo halt so gesehen, außerhalb des Spiels, weil ich mich so ein bisschen spoilern ließ. Dass ich deswegen das Gefühl habe. Weil manchmal zerfließt schon alles so ineinander irgendwie. Weil ich das Spiel schon so lange spiele, dann denke ich immer so, hm, hatten wir das schon oder habe ich es einfach nur wieder vergessen? Auf mein Gehirn verlasse ich mich da auch nicht wirklich. Nein, egal. So. So. Okay, dann hätten wir das soweit. Und hoch hier wieder. Ich hoffe, wir sind hier richtig. Huch, wer ist denn da runtergeflogen? Okay, nee, das kann man nicht abbauen. Oh, aber hier ist eine Schatztruhe. Cool, ein bisschen Wasser. Wer findet nicht gerne Wasser in der Schatztruhe? Was haben wir hier? Noch ein Gegner? Okay, hier kann man auch nochmal durch. Ehrlich gesagt habe ich die Orientierung hier schon komplett verloren. Ach, ich muss da hinten hin. Okay, gut, das ist ja sehr offensichtlich. Das heißt, vielleicht können wir doch hier das nochmal öffnen. Hier irgendwas Wichtiges? Ui. Ich sehe nichts. Was ist hier? Die Prinzessin, sie ist ihr. Gleich auf der anderen Seite von der Tür. Oh. Oh, ach so. Wir haben diesen Ort gewählt, weil er durch ein ach so einnismolle geheimen Schalter geschützt ist. Das ist direkt über... Okay, ich habe gedacht, ich gehe gerade eben so einen Nebenweg, aber anscheinend ist es der Hauptweg. Oh. Oh, das war der Schalter. Aha. Okay. Ja, so. Bauen wir das hier nochmal weg. Hier kann man nochmal speichern. Oder? Nee, kann man nicht. Ich dachte, na gut. Hm. Aber hier können wir hoch. So. Aber hier kann man nochmal speichern. Ich wusste doch, ich habe irgendwo was Blaues gesehen. Cool. So, dann machen wir das auch eben mal. Zack. Einmal speichern. So. Sehr gut. Oh, Pflanzen. Ach, wie schön. Mit Glühwürmchen. Ich mag sowas. Und ein Logan-Ding.
Hier hängt ein Plakat. Hier hängen ziemlich viele Plakate von Logan. Mhm. Oh, das sieht hier ja sogar ganz nett aus. Da ist die Prinzessin, ne? Voilà, die Prinzessin wartet. Oh, das ist so eine süße Maus. Gett, du bist wieder da. Und wer sind die da? Oh, ist die süß. Diese menschlichen Krieger haben geschworen, dir zu helfen, Prinzessin Lumi. Sie sind hier, um dich zu beschützen. Nun, wenn du ihnen vertraust. In der Tat, man kann ihnen trauen. Ja, sicher? Das gefällt mir nicht. Keuch. Asthmatischer Höhlensäuger, was? Brüder, das ist genug. Howdy, junge Dame. Justice ist mein Name und Gerechtigkeit ist mein Spiel. Das ist Unschur, Hilfs-Sheriff in Ausbildung und unser Teammitglied Rainy. Wir sind die Zivilgruppe von Sandrock. Und ich bin Bronco, Bronco das Kind. Ich gehöre auch zu den Jungs. Und Mädels. Es ist mir ein Vergnügen, euch alle kennenzulernen. Ich wünschte nur, wir würden uns unter günstigeren Umständen treffen. Hey, warte mal kurz. Oh. Hier sind also alle Fahndungsplakate hingekommen. Ich dachte, sie wären weggeflogen. Oh. Ich habe hunderte davon gezeichnet. Ach, du kennst Logan? Die Liebe meines Lebens. Ich habe all diese Poster gesammelt, damit ich ihn immer vor Augen habe. In der Tat, meine Prinzessin, das sind Freunde von Logan. Deshalb wollen sie uns helfen. Voll glatt gelogen. Ah, Freunde von Logan. Aber warum hast du Logan nicht mitgebracht? Tja, warum? Hm? Das hatten wir doch schon. Logan ist ein gesuchter Verbrecher. Es ziemt sich nicht für eine Prinzessin, sich mit solchen Schurken abzugeben. Ich kann ihn wieder auf die rechte Bahn bringen. I can fix him. Außerdem steht er einfach nicht so auf dich. Oh, das ist eiskalt. Er könnte seine Meinung ändern. Ganz bestimmt. Lumi, bist du da drin? Komm raus! Oh Gott, sie hat uns gefunden. Ich war noch nie so froh, dass ein Gespräch von einer mörderischen Monarchin unterbrochen wurde. Ich kann es verstehen. Wir nicht hier. Wookie. Wir geliefert sind. Kein Grund zur Panik, Shiki. Unsere mächtigen menschlichen Krieger werden uns helfen. Bitte geht und stellt euch unserem Feind Menschen. Jetzt oder nie. Bitte beschützt die Prinzess. Viva la Prinzess. Tja, dafür haben wir uns wohl gemeldet, Rainy. Los geht's. Also kämpfen wir jetzt für die? Die Menschen wieder? Ich wusste, ich hätte euch töten sollen, als ich die Gelegenheit dafür hatte. Diese Gelegenheit hattest du nie. Letztes Mal haben wir all deine Jungs verprügelt. Es war einfach. Wie kannst du es wagen? Wo ist die Prinzessin? Befürchtet ihr sie? Ja, aber ich sehe keinen Grund, warum wir nicht eine friedliche Lösung finden können. Tja, ich glaube, sie will keine friedliche Lösung. Keuch, was ist mit meinem kostbaren Spiegel passiert? Habt ihr das angetan, ihr dreckigen Menschen? Der Akku ist alle gute Frau und wir haben ihn irgendwie auch zerschlagen. Mein eigener Spiegel ist besser unverwehrt, um eure tollen Menschen, Soldaten, irgendwas. Quietsch, quietsch, quietsch. Okay, ich kann nicht so schnell lesen. Wo war ich nochmal? Oh nein, sag nicht, wir kriegen jetzt noch eine neue Runde. Soweit ich mich erinnere, warst du kurz davor, deinen ultimativen Angriff zu starten. Ja, erinnere sie noch dran, ja.
Weig, ich muss was prüfen. Spieglein, Spieglein an der Höhle. Wer ist nicht die Schönste heute? Berechne. Im Moment ist KI Kleiderschrankassistent? Was? Gute Güte, was ein schönes Exemplar mit perfekter Pose und diese Beine nicht aufhören. Was? Ach, findet er uns jetzt als Hübscheste oder was? Akku leer, Schalter ab. Okay. Ich will nicht mehr hören von diesem Ding. Ihr da, wer wagt es, eine so beneidenswerte Frage vor mir zu feigen? Ich heiße Rini, wünschst du dir nicht, dein Rattenfreund wäre so heiß wie ich? Deine Besessenheit vom Aussehen ist ungesund. Justice witzeln lassen. Ich will nur sagen, ich heiße Rini, oder? Oder, ja. Rini, ist das so? Dann werde ich mich vielleicht an einen kurven Moment in der Fight erinnern, in der du den ersten Platz im Filmfight-Wettbewerb hattest. Und dann werde ich darüber lachen, wie kurv dieser Moment war. Nichts. Alles. Du wirst es nie verstehen. Genug davon, Soldaten. Faltet die anderen auf und überlasst mir die Schönheit. Es kann nur eine Schönheit auf dieser Welt geben. Okay. Oh oh. Die neuen, oder? Also in solchen Momenten sehe ich nichts mehr. Okay, Unschuld, ich helfe dir. Auf jeden Fall. Ja, das war für ein Schwung. Das ist Justice. Ja, ich laufe hier amok. Ich sehe nichts. Warte, stopp hier. Schon fast geschafft. Oh, schon wieder so viele Tote. Ah, die Frau ist echt nicht ohne. Ja, geschafft. Perfekt. Königin Uark, wie konnte das nur passieren? Befliegt von widerlichen Menschen. Aber ihr bekommt nichts auf mir herauf. Gebt euer Flimftes. Nicht wirklich. Ich meine, du hast uns angegriffen, Lady. Ich wiederhole, lass die Prinzessin einfach in Ruhe, okay? Außerdem hörst du auf, die Häuser in Sandtop zu beschädigen. Und dann lassen wir dich mit einer Verwarnung davonkommen. Niemals. Und wenn du mich gehen lässt, werde ich zurückkommen. Ich werde mich an ihr rächen und euch Menschen werde ich mich auch rächen. Oh, Captain ist da. Unser neuer Held. Nein, geh weg. Nicht ihn. Alles. Nur nicht ihn. Captain ist immer der große Held hier, ne? Das Beast. Oh, hallo, Captain. Du hast es geschafft. Dieses Ungeheuer hat unzählige unserer Späher befiegt, ohne zu zögern. Ihr befehligt die Bestie? Bitte kommt nicht näher. Ich tue, was immer ihr wollt. Ich bitte euch, was immer ihr wollt. Ganz ruhig, Captain. Wir machen das schon. Ich schätze, jetzt, wo Captain deine Fährte aufgenommen hat, wirst du ihn nicht mehr los. Ich nehme an, du bist damit einverstanden, die Prinzessin in Ruhe zu lassen. Ja, wir würden nicht im Traum daran denken, die Bestie zu bekämpfen. Soldaten, haltet euch zurück. Wir brechen auf. Schon gut. Du kannst gehen. Haha, Narren, ich werde nach Portia zurückkehren und meinem Mann, dem König und meinem Sohn, dem Prinzen, alles erzählen, was sich heute ereignet hat.
Oh, in Portia gab es ja auch diese Rattendinger, ne? Wir werden eine Armee aufteilen und einen Angriff auf diese Idioten starten, wie es noch keinen gegeben hat. Dann werden wir dich vernichten, Rainy, du verdorbener Fexi Unhold. Und ich werde die fünfte von allen sein. Man würde denken, dass mutierte Tiere andere Probleme haben. Verdammt, wie ich schon sagte, ich wusste, dass es eine schlechte Idee war, uns in den politischen Kampf eines mutierten Tierreichs einzumischen. Ist es vorbei? Wir haben alles gehört. Ich glaube sogar, dass du jetzt in Sicherheit bist. Oh, danke, ihr tapferen Krieger. Ihr habt mir in einer Zeit der großen Not geholfen. Das werde ich nie vergessen. Ich werde einen Weg finden, Ihnen zu danken, Prinzessin. Mach dir keine Sorgen. Du gehst jetzt voraus, keine Angst mehr. Ja, Ged, auch dir danke ich. Auf Wiedersehen, Menschen. Und nochmals vielen Dank. Tschüss. Wann wolltest du uns sagen, dass die Prinzessin in Logan verliebt ist? Nur eine Kleinigkeit, die mir ist entfallen. Mhm. Du liebst sie, stimmt's? Ja. Ist das so falsch? Ein einfacher Maulwurf und eine königliche Prinzessin. Ja. Also gut. Weiter im Text. Wir haben unseren Teil der Abmachung eingehalten. Und das war mehr, als wir erwartet haben. Zeit für deinen Teil, Maulwurf. Ja. Natürlich. Ihr wollt die Bandit fangen? Dann fangt seine Siege. Was? Nicht sprechende Tiere haben nie gute Informationen. Das haben wir schon versucht. Nein, ihr redet. Der redet nicht mit ihr, mit der Ziege. Ihr lockt sie heraus und folgt ihr. Ach, die Ziege. Zufällig kenne ich ihr Lieblingsessen, gebratene Steckrüben. Damit hat Logan sie gefüttert. Legt ein paar davon in der Nähe der Farm des Ranchers in der Nähe des Tals aus, wo die Wind den Duft davon tragen kann. Schon bald werdet ihr Abend sein Ziege. Ich ärgere mich ein bisschen, dass wir nicht selbst darauf gekommen sind. Ja, Steckrüben habe ich schon ein paar gefunden, ne? Warum kannst du uns nicht einfach sagen, wo sein Versteck ist? Du warst doch schon da. Ich will nicht, dass die Prinzessin mich aß. Ich habe euch nichts gesagt, ja? Und... Prinzessin! Oh, Ged, gut, dass unsere Helden noch hier sind. Ich habe etwas für sie. Bitte nehmt dies als mein persönliches Dankeschön. Ich überlasse euch jetzt eurer Besprechung. Tschüss. Tschüss. Ja, ich bin gleich zurück. Lumis Brösche. Betrachte deine Schuld bei uns als beglichen. Hat sie das ganze Gespräch jetzt mitgekriegt oder jetzt nur das Ende? Warum stehen Prinzessin immer auf die bösen Jungs, wenn sie einen netten Maulwurf wie mich um sich haben können? Irgendwo ist das ja süß, ne? Du kannst die Gefühle einer Person nicht ändern. Darauf zu warten, dass die Prinzessin sich in dich verliebt, wenn sie eindeutig einen anderen Typen hat, ist vergeblich. Zerstör seinen Traum, Unschur. Bring ihn zurück in die Realität. Ich denke, du solltest jemanden Besonderen finden, der dich so schätzt, wie du bist. Verdammt nochmal, das ist ein Beziehungsratschlag auf Hilfs-Sheriff-Niveau. Ich werde über deine Worte nachdenken, Monsieur Sheriff. Lebt wohl, wenn wir uns wiedersehen, dann vielleicht unter besseren Umständen. Die Königin hat nicht einmal ihren verrückten Spiegelbot mitgenommen. Nun, wir können ihn nicht einfach hier lassen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass unsere Abenteuer einfach nicht verrückt und ausgefallen genug sind. Keiner unserer tierischen Begleiter zu Hause redet überhaupt. Naja, ich schätze, der Vogel tut es irgendwie. Nun, das Ding zurück in die Stadt zu bringen würde, was das angeht, sicher helfen. Ach, wir nehmen den mit? Außerdem, ich schätze, wir können ihn mitnehmen. Auch ohne Laden. Tut mir leid, Sir, ich kann dir nicht folgen. Es gibt hier doch auch keinen Laden.
Nein, nein, verstehst du? Ohne zu laden, weil der Akku alle ist. Ohne laden? Ich versteh's nicht. Der war gut, Sir. Ja, fand ich auch. Hilf mir einfach, das Ding zurückzutragen. Wow, was für ein Abenteuer. Und wir haben alles bekommen, wofür wir hergekommen sind. Das ist mir noch nie passiert. Bereit zum Aufbruch? Ja, lass uns hier raus. Wir waren schon lang genug hier. Und es ist immer noch der gleiche Tag von vor gefühlt wie vielen Episoden. 3, 4? Keine Ahnung, wie lang das jetzt wird. Das ist schon heftig. Ja. Aber wir sind Logan ein kleines Stück näher gekommen. Nun, ich denke, Unsho und ich werden diese Ruinen auskundschaften. Wir schicken dir einen Brief, wenn sie zum Tauchen... Oh, das wird unsere neue Tauchhöhle werden. In der Zwischenzeit müssen wir uns auf die Suche nach der Ziege machen. Mach die gebratene Steckrübe und komm dann zu mir. Wir werden dann einen Plan entwerfen. Okay. Bis dann, Rini. Bleib in Sicherheit. Cool. Wow. Das ist ja richtig schön. Also ich muss den Köder vorbereiten. Dafür brauche ich... Oh, noch eine Steckrübe fehlt mir. Und sonst habe ich alles. Wie cool. Und ich weiß ja jetzt, wo die Steckrüben sind. Dann sollte das auch kein Problem sein. Sehr gut. Ja, und wo wir eh hier sind, werde ich hier so ein paar Sachen hier mitnehmen. Was gibt's hier noch? Ein paar Gegner. Die Skorpione wieder. Oh, da ist noch eine Steckrübe. Wie cool. Dann haben wir sogar alles vollständig. Jetzt muss ich die nur noch fertig machen. Müssen wir am besten gleich wieder zurück. Ich denke mal, dieses Ausrufezeichen ist nur hier, weil ich hier irgendwo die Steckrübe, die fertige, gebratene hinlegen muss. Gehe ich jetzt von aus. Weil ich bin ja in diesem Feld und es ist kein Ereignis gekommen. Also muss das ja daran liegen. Hier, wir kriegen jetzt Kristall, Granit und so. Cool. Hier ist noch eine Steckrübe. Okay, also hier gibt es Steckrüben und auf der anderen Seite vom Tal da hinten bei der Höhle in Richtung Portia. Was ist hier eigentlich? Hier gibt es bestimmt gleich eine schöne Aussicht, ne? Oh ja, und einen schönen Abgrund. Ho, 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 ho. Ja, sieht interessant aus. Schick. Okay, ich muss nur aufpassen, nicht runterzufallen. Und auf geht's. Ja, also wenn wir hier hochfahren, da passiert nichts, ne? Ich gehe also wirklich davon aus, dass man hier da die Steckrüben dann hinpacken muss. Ja, und jetzt geht's erstmal zurück nach Hause. Wir müssen uns um unsere Werkstatt kümmern. Und dann geht's auch schon in die Haia, ne? War ja auch alles sehr ereignisreich hier. Ob die Prinzessin sich doch irgendwann mal für... Get entscheidet. Oder ob sie bei Logan bleibt. Jetzt bin ich interessiert. Kann man so ein Rivale werden mit der Prinzessin für Logan? Ich frage für einen Freund. Naja. Der idyllische Abend nach all der Action hier. Hier gibt es sonst nichts mehr, ne? Ah, doch, hier, bei der Ziviltruppe. Okay, also wollen wir da nochmal bei der Ziviltruppe vorbeilaufen? Machen wir auf jeden Fall noch. Burgess läuft hier. Hi, Burgess. Hi, Jensen. Hi, Wendy. Hi, Vivi. Hi, Grace. Hi Trudy, hi Amira. Ich komme nicht hinterher. So. Was ist jetzt hier los? Also, was du tun musst, ist dich selbst im Spiegel zu be... Was? Du musst dir etwas Zeit nehmen, um dich selbst zu
reflektieren, ne, wollte er wahrscheinlich sagen. Hör zu, Kumpel, ich glaube nicht, dass du durch und durch schlecht bist. Ich erkenne sogar eine Menge von mir in dir. Naja, ist ein Spiegel. Beim Licht, ich... Setz dich einfach hier hin und denke darüber nach, was du getan hast, du Spiegel. Gute Retourkutsche. Der war gut. Oh, Captain. Du bist toll. Du hast was verdient. Aber ich weiß nicht, ob ich was Gutes für dich habe. Vielleicht das? Ja, fand er gut. Die Statue von Miausis, dem Zweiten. Kann ich denn jetzt mit dem Spiegel irgendwie reden? Das ist schon... Nein, der ist aus, ne? Wieso haben die den jetzt eingesperrt? Was wollen die denn mit dem? Oh, das ist schon zu spät, um das zu benutzen. Was ich sehr seltsam finde, ist es halt ein Plakat. Wenn man da so irgendwas einträgt, so lauft morgen und holt mir das und das und ein bisschen Geld da lässt, würde es doch klappen, oder? Naja, egal. Dann wollen wir erstmal zurück nach Hause. Mir kommt es vor, als wäre ich schon eine Ewigkeit nicht mehr da gewesen. Wups. Na, Macchiato, na, Bagno, wie geht's euch? So, ich... Oh, ich brauche eine bessere Kochstation. Okay, wir brauchen Stahlrahmen, Blutsteinkern. Das kann man hier herstellen, ne? Ich glaube, mir fehlen noch Sachen. Stahlstange nicht genug. Mangan-Stahlstangen fehlen mir. Habe ich doch nicht genug Ressourcen gesammelt? Das waren wohl die falschen Ressourcen. Okay, das kommt auch noch mit hier. Machen so. Nicht Blutsteinsägen, Blutsteinkerne brauche ich so. Ich glaube, 4 Stück waren das. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Hier Verbundfasern. Könnt ihr von den Tüchern noch ein paar machen, dass ich wenigstens was auf Vorrat habe. Und hier... Ah, ich hätte nur 3 gebraucht. Eine Bratpfanne brauche ich noch. So. Okay, und dann den Stahlrahmen, ne? Bronzerahmen hätten wir hier. Ja, anscheinend fehlen mir Ressourcen, ne? Weil meistens je weiter unten das ist, umso weniger Ressourcen habe ich. Oh, die Bohnenpaste, da könnte ich jetzt noch ein paar von machen. Die brauchen wir für das Mapo-Tofu. So, sehr gut. Da, Stahlrahmen. Ja, da fehlt mir hier noch... Ist das Mangan? Ja, Mangan-Stahlstangen, okay. Ja, dann wird das heute wahrscheinlich nichts mehr. Na gut, Leute, dann werde ich das hier noch eben schnell abernten. Und dann würde ich mich auf den Weg ins Bettchen machen. Ja, und dann würde ich an dieser Stelle dann wie immer sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.